Ja, also mein Name ist Sandra Kamitz. Ich bin Beraterin bei SELA, Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit in Rostock. Wir sind eine NGO, eine Einrichtung der NGO Frauen helfen Frauen e.V. Unsere Arbeit besteht hauptsächlich darin, Sexarbeiterinnen in allen Lebens- und Arbeitssituationen zu unterstützen. Dabei ist natürlich unser Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Sexarbeit für die unterstützungssuchenden Personen, ja, zu verbessern. Wir arbeiten hauptsächlich mit Sexarbeiterinnen, die bei uns tätig sind in Rostock in sogenannten Modell- oder Terminwohnungen oder aber im Bordell. Genau, die Altersgruppe ist ungefähr von 18 bis 66, sag ich mal, mit wem wir zu tun haben. Bei uns melden sich auch selber Frauen, die beraten werden möchten. Allerdings ist in der Wohnungsprostitution bei uns, haben wir ungefähr 70 bis 85% nicht deutsche Sexarbeiterinnen, sondern Sexarbeiterinnen aus europäischen Staaten, vor allen Dingen Osteuropa, aber auch aus Spanien, Italien, ja, und Portugal. Und wir haben auch Thai-Frauen. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Sexarbeiterinnen in Rostock, die wir haben, wöchentlich, das sind ungefähr 30 bis 50, die in den Modellwohnungen und im Bordell arbeiten, dass die nur ein Drittel der Sexarbeit in Rostock ausmachen. Die anderen zwei Drittel ist man männliche Sexarbeit und sogenannte Hausfrauen oder Studierendenprostitutionen. Die arbeiten eher im Privatbereich oder in Hotels, wo die Anbahnung hauptsächlich übers Internet entsteht. Unsere Art von Arbeit ist natürlich klassische Sozialarbeit, Beratungsarbeit. Wir haben ein Büro im Zentrum der Stadt. Die Klientinnen können zu uns kommen. Wir arbeiten auch proaktiv und gehen in die Wohnungen und suchen dort die Sexarbeiterin direkt an ihrem Arbeitsplatz auf. Wir haben uns bewusst für den Begriff Sexarbeit entschieden, weil wir immer davon ausgehen, dass Sexarbeit eine freiwillig erbrachte Leistung ist zwischen zwei mündigen Erwachsenen, die einen Vertrag abschließen. Ist das nicht der Fall, handelt es sich für uns auch nicht um Sexarbeit, sondern um erzwungene Sexualität. Und das fällt in einen anderen Bereich, wofür es auch andere Beratungsstellen gibt. Unter anderem zu Menschenhandel. Das ist die Zora-Beratungsstelle für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Diese hat ihren Sitz in Schwerin. Ja. Die Anliegen unserer Klientinnen sind sehr vielfältig. Es fängt natürlich an, gerade seit 2017 mit dem Prostituiertenschutzgesetz, die ganzen Anmeldeverfahren und auch die Folgen daraus. Also sprich, die Klientinnen werden ja bei der Steuer dann registriert und müssen dort selber den Fragebogen ausfüllen. Sie müssen sich Steuerberaterinnen suchen. Ja, wir beraten viel auch zu gesundheitlichen Fragestellungen. Wir unterstützen osteuropäische Klientinnen auch dabei, ein gynäkologisches Angebot in Anspruch zu nehmen, was wir haben, wenn sie nicht krankenversichert sind. Im Moment, es hat sich ja viel getan die letzten Jahre. Auch mit dem Prostituiertenschutzgesetz, mit dem wir auch nicht so richtig einverstanden sind, aber gibt es schon auch Regelungen, die gut sind für unsere Klientin, sowas wie die Kondompflicht oder eben auch, dass die Klientin auch offiziell die Möglichkeit haben, sich direkt an die Polizei zu wenden, weil ihre Arbeit legal ist. Sie können auch direkt Hilfe in Anspruch nehmen, was wir eher als Problem sehen, ist, dass es zu wenig Beratungsangebote gibt. Wir sind das Einzige in Mecklenburg-Vorpommern und sind auch nur für Rostock zuständig. Und da gibt es natürlich eine große Leerstelle im Land. Die Klientinnen, mit denen wir zu tun haben, das sind reisende Sexarbeiterinnen. Also die arbeiten immer eine Woche in Rostock, eine Woche in Stralsund oder in Berlin, wie auch immer. Also die arbeiten deutschlandweit
und sind dann immer nur für eine Woche hier und möchten natürlich auch, wenn sie Probleme haben, dass sie dann schnell in der Woche geklärt werden. Und dazu fehlt natürlich zum einen die Zeit und auch weitere Vermittlungsangebote zu anderen Beratungsstellen in anderen Städten in unserem Bundesland. Was es natürlich gibt, es gibt ein ausgebautes Beratungsnetz in der ganzen BRD, was aber noch nicht ausreichend ist für die Bedarfe, sag ich mal, die jetzt auch gestiegen sind durch das Prostituiertenschutzgesetz. Was wir mehr so als Problem sehen, ist die Diskussion des Sexkaufverbots, die Tendenzen, wie eben in Schweden, Finnland, Norwegen hat es, glaube ich, auch, Frankreich mittlerweile, Irland und so weiter, einige europäische Staaten, wo der Sexkauf verboten ist, die freier bestraft werden, aber die Sexarbeiterin nicht kriminalisiert werden oder sein soll. Da sehen wir halt Probleme, weil wir immer davon ausgehen, wenn ein Sexkauf verboten ist, hat das auch immer Folgen auf Menschen, die Sexarbeit anbieten. Auch das gesellschaftliche Stigma wird nicht unterbunden und langwierig wird natürlich auch die dort arbeitende Sexarbeiterin auch Nachteile davon haben. Weil theoretisch darf sie arbeiten, aber eigentlich darf sie keine Kunden empfangen. Also da sehen wir einen sehr großen Widerspruch. Und wir befürchten, wenn sich so ein Thema hier politisch durchsetzt, dass viel mehr Klientinnen von uns und Sexarbeiterinnen trotzdem diese Arbeit ausüben, aber eben in der Illegalität und nicht mehr geschützt werden können. Und eben auch Angst haben, Beratungsangebote aufzusuchen, weil es so halb illegal ist.